Weitere Fragen? Aber ich habe noch mal eine Frage an alle. Wie steht ihr eigentlich Club-Neugründungen insgesamt, jetzt nicht nur von Migranten, sondern auch, was weiß ich, älteren Leuten, die jahrelang schon so in der Szene sind, die sagen, wir wollen mal einen Club gründen. Ratet ihr denen, das im Prinzip komplett sein zu lassen, sich bestehende Clubs anzuschließen? Oder würdet ihr sagen, vielleicht, wenn es eine gute Gruppe ist, sollen die sich mal frei entfalten und vielleicht auch mal was Neues mit reinbringen? Neue Ideen unterstützen vielleicht? Klaus? Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich vertrete ich die Meinung, es kann nicht genügend Clubs geben. Weil wenn es ein schlechter Club ist, erledigt es sich sowieso von alleine. Mhm. Aber erst einmal sind die Leute, wenn sie einen Club gründen, sich einmal in der Szene umsehen, ob es in der Stadt oder im Landkreis ist, erst einmal umschauen, wer ist da. Vielleicht passt mir der Deckel und wie nicht. Und ich habe wirklich aber gute Jungs am Start, warum sollen sie es nicht probieren? Wenn sie einfach sich an die Regeln halten. Zumindest damit die Alten informieren, die ortsansässigen Vereine. Und einfach Rücksprachen halten. Das ist bei uns in unserer Gegend im Moment ist das am Laufenden. Übertrieben gesagt, alle 6 bis 8 Wochen will sich ein Club gründen. Und wir haben jetzt da mit ein paar anderen Clubs einen Konsens gefunden, dass wir jetzt erstens einfach das einmal absprechen untereinander und uns die Leute anschauen. Robert? Ja, ich sehe es genauso wie Klaus. Also einfach einen Club aufmachen geht gar nicht. In die Szene sich vorstellen, das auf jeden Fall. Ja, und ich sage mir, eigentlich passt irgendwo immer der Deckel in der heutigen Zeit. Ja, also wir sind schon so groß, so viele Clubs in der Gegend. Ja, also und wenn es denn nicht passt, dann muss man gucken, sind die Leute korrekt? Gehen sie den Weg? Stellen sich vor? Ja, alles klar, laufen lassen. Und wenn es halt nicht passt, dann wird die alten Clubs das schon wieder, denke ich mal, den Leuten sagen, dass es nicht geht. Also dazu muss ich sagen, meiner Erfahrung im Norden ist das relativ selten. Und ich habe also in der gesamten Zeit eigentlich nie erlebt, dass mal Leute kamen, wo wir sagten, verpisst euch, das passt nicht. Wir geben eigentlich jedem eine Chance. Wir erkundigen uns natürlich auch, wer das ist. Und zum größten Teil, was ich erlebt habe, kennt man dann den einen oder anderen schon 7, 8, 9, 10 Jahre oder was auch immer. Und dann gibt man halt grünes Licht und sieht, was passiert. Aber bei uns im Norden, so dass ich jetzt irgendwie sagen, es gibt häufig Anfragen zu Clubgründungen, nee, kennen wir nicht. Homes? Das ist ein schwieriges Thema für uns. Wir sind da in Garmisch nicht abused, würde ich jetzt mal so sagen. Also wir möchten gerne alleine bleiben. Mehr sage ich dazu nicht. Also zu dem Thema habe ich auch eine ganz persönliche Meinung. Eine ganz persönliche Meinung. Tatsache ist, hier und da hört man mal was von beabsichtigten Club-Neugründungen. Und dann kommen die in die Tür. Und das Erste, was sie sagen, bei den Engeln waren wir schon, die haben ja gesagt. So. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ich stelle das einfach mal fest und ich denke, das Lachen von Django unterbricht so, ja, kann ich was mit anfangen. Das heißt, für mich, auch im Grunde genommen, ist mir deine Antwort scheißegal. Und das ist für mich Bullshit. Weil da geht die Respektlosigkeit schon los. Es gibt einige Leute, die fahren richtig massiv auf Clubs. Ja, gerade aktuell haben wir im Norden einen, gut, die sind nicht mit Dreiteiler unterwegs. Also die reißen sich echt den Arsch auf, die machen sich echt einen Kopf. Mann, da kriegst du auch mal eine Frage, hey, was meinst du, wo muss ich noch hin? Und ich habe mich mal mit Holländern unterhalten, wir haben ja auch einen holländischen Gast, vielleicht kann das bestätigen, ich fand eigentlich das Prinzip in Holland ziemlich geil, G8 oder wie sich das da schimpft, die haben halt auch ihren Tisch, in Holland ist das nicht mal eben so möglich, einen MC zu machen. So, ich interpretiere und du sagst, wenn es falsch ist, du machst eine Ansage am Tisch und alle hören sich das an und dann fährst du erstmal ohne alles. Und nach einem Jahr kommst du wieder gefühlt ein Jahr und dann machst du wieder eine Ansage.
Und dann vielleicht mal ein Frontpatch, richtig? Ja, ich sag ja, ich rede ja über die Situation, die vor Jahren war. Ich rede nicht über das heute. Worauf ich hinaus will ist, und da sagst du, und da knüpfe ich die Brücke, wir haben jetzt bei uns mit mehreren, es kann nicht angehen, dass man zu einem Club geht, dem ortsansässig größten Clubs, holt sich das okay und dann kann man machen, was man will, weil man tritt automatisch damit allen anderen in den Arsch. Und da, also da sage ich klipp und klar, da erwarte ich auch von den großen Clubs so eine Dinger wie, wart ihr schon da und da? Da sage ich ganz ehrlich. Ja, nicht, ja, wir hören uns das an und wir haben dann unsere eigene Begründung dafür, warum wir es tolerieren oder auch nicht. Sondern das erwarte ich einfach, es gibt viele kleine Clubs, die haben vielleicht nicht das Image. Die sind aber auch 20, 25, 30 Jahre in der jeweiligen Stadt oder Region unterwegs. Die werden doch gar nicht mehr gefragt. Und da bin ich mir sicher, da muss es ein Regulativ geben. Und wenn ein solches Regulativ mit Vorlauf funktionieren würde, ich nenne es mal einfach Agenda oder was weiß ich, so, nee, komm, das kann nicht angehen, Punkt, Punkt, Punkt. Das sind die Grundvoraussetzungen, dass die Leute erstmal normal auf die Partys fahren, nur die Absicht kommunizieren, bevor sie dir irgendwas auf den Tisch legen. Das ist meine persönliche Meinung, wie gesagt. Und dann sich offiziell vorstellen, und zwar bei allen relevanten Clubs und damit eine allgemeine Akzeptanz der gesamten Szene darstellen. Wenn das passieren würde, hätten wir vielleicht auch in dem Punkt, was du angesprochen hast, weniger Probleme, weil das ja dann auch wieder eine Gemeinsamkeit auf der Basis gewisser Punkte, wo wir eine Schnittmenge haben. Ich kann mich erinnern, Ivan sitzt da, Kiel Party war ich eingeladen, da wurde ein neuer Club aufgenommen, ich weiß nicht mehr, wann das war. So, super, nicht, die sind gefahren etc. Und dann haben die beteiligten Clubs gesagt, nicht, so und so läuft das. Also das ist meine ganz persönliche Meinung. Also ich kann es nicht mehr hören und sage ich dir so, wie es ist, wenn ich sowas höre, das ist schon für mich ein Grund zu sagen, verpiss dich. Naja, so von wegen, ich habe Pistole auf der Brust und es ist mir eigentlich scheißegal. Das ist die Message für mich. Das ist mir eigentlich scheißegal, was du sagst, weil ich mach's trotzdem. Naja, und das darf nicht sein. Bitte, Ivan. Ist das nicht auch der Grund, warum die alten Werte verloren gehen? Die Leute tun einfach, sie sagen, sie wollen einen neuen Club machen, weil sie einfach die alten Werte, die wir mal oder die Szene mal geschaffen hat, sprich die Hangaround-Zeit, die Probezeit, einfach umgehen wollen. Die wollen diese Zeiten gar nicht mehr gehen. Die wollen einfach eine Neugründung machen, hauen sie die Teile auf den Rücken. Das ist doch der Grund, warum viele Sachen von den alten Werten verloren gehen. Sag mal, was hast du dazu? Also ich denke, wenn sich Leute zusammenfinden, um einen neuen Club zu gründen und du unterstellst ihnen, die tun das, damit sie bei anderen Clubs keine Hangaround-Prospektzeit machen wollen, keine Frage, sowas gibt's. Aber ich glaube nicht, dass dadurch die alten Werte verloren gehen. Ne? Ich denke, dass es wichtig ist, dass, da gebe ich ihm recht, dass sich mal vielleicht regionsmäßig besser absprechen könnte, wenn solche Situationen kommen. Ich würde nicht sagen, wenn bei uns ein Club, also ein künftiger Club anklopft und fragt, also wir handeln das so, dass wir dann sagen, du fährst jetzt noch zu dem hin und zu dem und zu dem hin. Und das kontrollieren wir auch. Wir kennen die Clubs ja. Wir werden dann fragen, waren diese Typen bei euch? Nee, waren sie nicht. Dann ist das Thema Geschichte. Das machen wir. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, was du beschrieben hast. Da würde das BKA sagen, guck mal, sie passen genau auf, dass in ihrem Gebiet keine anderen Clubs entstehen, damit ihre kriminellen Aktivitäten nicht gestört werden. Ne? Also unsere alten Werte, unsere sogenannten alten Werte, sehe ich auch nicht mit Prospekten, Hangaround-Zeit und so weiter, sondern die sehe ich da drin, dass ein Club eigentlich etwas ist, was einen menschlichen Wert hat, zunächst mal. Man bezeichnet sich als Brüder, die Familien stehen unter dem gemeinsamen Schutz, Frau des anderen wird nicht angefasst, man macht gemeinsame Ausfahrten und so weiter. Man vertraut sich und man steht füreinander ein. Das sind Werte, die ich auch gut finde, die ich auch heute noch vertrete, sonst wäre ich nicht mehr in dieser Szene. Und die gilt es zu verteidigen und auch weiterzugeben. Wenn sich jetzt ein Club neu gründet, dann beobachtet man den ja, wenn er im eigenen Gebiet ist. Würde ich jetzt persönlich feststellen, dass so ein Club sich plötzlich absondert und man kriegt nichts mehr mit, dann werde ich misstrauisch. Welche Konsequenzen das haben wird, wird man dann sehen. Bitte? Ja, wenn ich darf, möchte ich zu der Situation in Holland nochmal vragen. Ich bin natürlich waar in Holland auch als Angel. Und die ganze Sache, mit was du gerade erwähnt hast, mit die beroemde Tisch von 8, das ist bewust durch die Staat kaputt gemacht. Die große Clubs sind unter Druck gesetzt.
da die Sache nicht mehr im Griff zu haben, weil es im staatlichen Interesse ist, dass das aus der Ruder läuft mit Neugründung. Hier kommt man aus Render. Satudara, die innerhalb, ich denke, von ein Jahr von 20 bis 40 Member auf 400 oder 700 gestiegen sind. Das ist natürlich staatliche Interesse, weil wir kriegen einen anderen in de haren. Und de staat kan zeggen, guck mal, hier sind alle kriminelle Idioten. So, die ganze Sache, was du sagst, wie das früher ging mit official support en dan maar vielleicht een frontpatch oder was andere für Möglichkeiten gab, das ist bewust auf die staat kaputt gemacht. Da muss ich aber eine Frage stellen, Rudolf. Wenn man weiß, dass es staatlich gelenkt ist, wieso kriegt man sich da noch in die Haare? Alles, weil die zu viel Sons of Energy geguckt haben und alle Patchhalter da. Ja, ist so. Ich denke, hör mal, bei Hells Angels kommen wir nicht rein, bei den anderen Clubs kommen wir nicht rein. Die Polizei untersagt eigentlich die großen Clubs die Möglichkeit, oder auch die kleineren, die daar eigentlich zusammen an die Chantis waren, die Möglichkeit, das im Griff zu behalten. So, wir können machen, was wir wollen. Was wollen die Hells Angels? Die brauchen nicht mehr uns zu fragen. Die rufen die Schmier an, die sagen, wir fangen einen neuen Club an. Ne? Dass du Bescheid weißt, wenn wir frisch poliert kriegen, dann weißt du, wo es herkommt. Und das ist, da stehen wir mit der Rücken an der Wand. Die Dame hat gerade gefragt, was machen wir gegen United Tribunes? Weiß ich, wie die Karnevalsvereine alle heißen. Wir können nichts mehr machen, weil wir stehen mit der Rücken an der Wand. Und du musst davon ausgehen, dass gleich Henry Leitschow mit in die Führungsriege mit integrieren. Unsere Justiz. So läuft es halt. Das ist gang und gäbe, ob das in Holland stattfindet oder bei uns. Wenn heute ein Club massiv auftritt oder neu anfängt, wäre man nicht sicher, wie viel Prozent staatlich bezahlt sind. Hm. Weitere Fragen? Gut, kommen wir mal zum Abschluss.